Was geht, Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zum, ja, Mega-Bug, würde ich sagen. Einige haben sich ja schon gefragt, wie ich das ganze Geld bekomme, wie wir das machen. Und da habe ich euch ja im Pack-Opening gesagt, dass es einen kleinen Bug gibt. Und heute, Freunde, möchten wir euch den zeigen. Mit dabei ist der Carsten. Hallo. Und der Bug geht nur zu zweit. Das sollte vorher gesagt sein. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ein Kollege, ein Partner, sollte dann auch zu dritt oder zu viert gehen. Letztes Mal ist zu uns in der Gruppe einer reingejoint, der hat dann auch das ganze Gold oder beziehungsweise die ganzen Münzen bekommen. So, Freunde, fangen wir an. Und zwar ist es am einfachsten, wenn ihr als erstes die Zombies habt. Ja, ist egal welcher Zombie, geht auf jeden Fall auf die Zombie-Seite. So, hier in der ganzen, auf dem ganzen Hinterhofplatz sind ja sind Fische verteilt. Werden wir euch jetzt einmal zeigen, den ersten. Und dann werde ich das, diese 10 Fische zusammenschneiden. Diese Fische müsst ihr ja in der richtigen Reihenfolge anklicken. Dann bekommt ihr hier vorne eine Kiste. Und da können dann, also da kann man dann halt diesen Bug machen. Hier, diese Fische meinen wir. Ich habe diese Fische schon aktiviert. Der Carsten hat diese Fische schon aktiviert gehabt. So, und der Carsten müsste diesen Fisch jetzt auf, also ich bin jetzt der Gruppenführer und der Carsten kann diesen Fisch jetzt aktivieren, was eigentlich nicht sein dürfte. Ja, so, ihr seht's und ihr habt auch gehört, der Carsten hat jetzt das erste Mal den ersten Fisch angewählt. So, wir gehen jetzt direkt zum zweiten Fisch und wie gesagt, ich schneide diese Fischzähnen jetzt auf jeden Fall mal alle schön schnell zusammen. So, der zweite Fisch ist hier unten in der Kanalisation. Hier gibt's sogar gibt es insgesamt sogar 2 Fische, den anderen, der kommt, glaube ich, an 5. oder 6. Stelle. Und zwar ist der hier unten, Freunde. Also ihr müsst euch hier langsam runter bewegen. Ihr könnt ruhig sterben, ja, wenn der Cast jetzt da gleich da in diese Suppe da fallen sollte. Passiert nicht, weil er schon übers übelste Pro ist. Passiert auf jeden Fall nichts. So, hier unten, da ist der zweite Fisch, beziehungsweise jetzt war es sogar eine Muschel gewesen. Und wir gehen jetzt weiter zum dritten Fisch. So, der dritte Fisch ist hier so auf der, ja, also im Bereich der Pflanzen. Eigentlich auch recht gut versteckt, muss ich sagen. Also wir haben die Fische auch nur gefunden, weil wir im Internet nachgeguckt haben. Ich glaube, sonst hätten wir diesen Bug auch niemals entdeckt. Oder, Carsten? Nee, ne? Nö. Nö, eigentlich nicht. So, der dritte Fisch ist dahinter, hinter diesem ganzen Gestrüpp hier. Ich kann ihn nicht anwählen, aber da seht ihr ihn. Da ist der Fisch. Der Carsten kann ihn anwählen. Zack, das war Fisch Nummer 3. Dann kommen wir zum vierten Fisch. Und der vierte Fisch ist hier hinten da an den Docks hier, wo der ganze Steg ist. Und zwar ist der... Wo ist er? Hier ist er, genau. Da in dem Schaufenster geht der Carsten wieder hin. Klickt ihn an. Jawohl, Fisch Nummer 4. Und zwar hinter dieser Garage hier. Da ist der fünfte Fisch. Ich mache mal eben die Pflanze kaputt. Da ist er. Hier eine Fischuhr sogar. Jawohl, Fisch Nummer 5. So, Fisch Nummer 6. Mein Gott, die Pflanzen nerven ein bisschen. Mein Gott, Zombie, tu doch mal was für dein Geld. So, Fisch Nummer 6 ist hier wieder unten in der Kanalisation. Und da müssen wir euch das einmal zeigen. Und zwar, wir haben, also da hinten ist das Tor jetzt offen. Ja, das Tor ist aber nicht immer offen. Das müsst ihr erst offen machen. Und zwar müsst ihr... Genau, einmal auf diese Röhre springen, dann lauft ihr weiter, so, und jetzt der Carsten demonstriert das einmal, dann müsst ihr da vorne durch, genau, deswegen nimmt ihr am besten dann auch direkt den Superhelden, macht dann diesen Superkick, springt da durch und dann kommt ihr auch schon zu Fisch Nummer 6 und zu 3 goldenen Truhen, die ihr offen machen könnt, da ist der Fisch Nummer 6, so ein Schwertfisch, hier vorne sind diese goldenen Truhen drin, könnt ihr auch nochmal ein bisschen Geld einsammeln. Ja, so, Carsten drückt mal den Fisch, hat er gemacht, sehr schön. So, und wenn ihr da oben diesen Schalter betätigt, dann kommt ihr da oben durch diese Tür, dann geht diese Tür da oben auf und ist dann halt für immer geöffnet. Hier müsste, war hier unten auch noch eine Schneekugel? Ich glaube, ja. Hier liegen ja überall Schneekugeln. Keine Ahnung. Liegen überall, deswegen. So, ab nach Fisch Nummer 7. So, Fisch Nummer 7 ist hier unten rein, Freunde. Müsst ihr hier reinspringen und dann ist der dahinter. Hier, genau, hier ist die Muschel. Die müsst ihr anwählen.
Und dann habt ihr Nummer 7 auch aktiviert. Und Nummer 8 ist hier sogar ganz in der Nähe. Da laufen wir einmal ganz schnell von hier aus sofort hin. Und zwar ist das hinter dem Piratenbereich. Das heißt hinter dem... Nein. Nein? Nein. Ach, er ist auf dem Dach, ne? Genau. Stimmt, ja, da vertue ich mich immer, Freunde. Genau, er ist auf dem Dach, ist aber auch hier in der Nähe. Der Carsten jumpt da schon mal hier los. Genau, da oben ist dann der Fisch, da an der Wand, da wo der Carsten jetzt hingeht. Aktivieren. Hier. Jetzt bin ich da reingegangen. Das sollt ihr auf jeden Fall nicht. Der Carsten ist schon da. Genau, da. Da müsst ihr das an... Der Carsten ist auch reingegangen. Da vorne, das hier. Das müsst ihr anwählen. Und dann seid ihr bei Nummer 9. So, jetzt geht's noch schnell zu Nummer 10. Da müsst ihr wieder dann in diesen Zombie-Park hier rein. Weil da ist der ganz in der Nähe. Ein bisschen sehr versteckt, aber... Ja, mein Gott, nein. Dafür gibt's ja auch genug Videos im Internet. So, da unten ist der Fisch, Freunde, bei Nummer 10, hier am Zombie-Park. Da muss der Carsten jetzt eben hinspringen. Also ihr könnt die ersten, da könnt ihr auf diesen Stein könnt ihr auch noch runter. Da müsst ihr aber springen, weil ihr sonst ins Wasser fallt. So, zack. Und dann kommt diese Zwischensequenz, dass eine neue Kiste hervorkommt. So, und wenn ihr die aufmacht, da kommen nur ein paar Diamanten raus. Und ich glaube, eine Mütze war da bei mir drin gewesen. Was für eine genau, weiß ich jetzt nicht, aber ist auch egal. So, und bevor der Carsten die jetzt anwählt, eigentlich ist es jetzt so, nur so, dass der Gruppenanführer die anwählen kann. Ihr seht, Freunde, ich kann sie auch anwählen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, dass der Carsten die auch anwählen kann. So, und das ist jetzt nämlich der Bug, ja. Das Spiel öffnet jetzt gleich die ganze Zeit Kisten mit dem Carsten. Das heißt, ich mach die jetzt auf. So. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Carsten stellt sich jetzt dahin und jetzt öffnet er die ganze Zeit die Kiste. So sieht's aus. Also ihr müsst euch vorstellen, der Carsten sitzt da jetzt zu Hause und drückt die ganze Zeit Kreis. Also er öffnet jetzt die ganze Zeit die Kiste. Und das geht die ganze Zeit, Freunde. Ja, das könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Es war einmal bei uns so gewesen, da ist das Spiel einmal abgebrochen. Aber das hat es nicht... Ist egal. Ja, Freunde, dann holt ihr euch die 10 Fische nochmal und gebt nochmal Gas. Das Einzige, was ihr braucht, ist nur ein Kollegen, der das Spiel auch hat, mit dem ihr das zusammen machen könnt. Ja, und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr so in einer halben Stunde... Da ist auf jeden Fall... Was ist da drin, Carsten? So eine halbe Stunde? Also fast eine Million habt ihr da auf jeden Fall drin. Ja. Also wenn ihr jetzt so langsam macht wie der Carsten, dann natürlich nicht. Ja. Aber der Carsten... Ja, seht ihr, jetzt gibt der Carsten Gas. Seht ihr, und jetzt knallt das auch. So, jetzt seht ihr oben, Freunde, die Münzen, die knallen da jetzt nur so rein, ja. Also die geben euch dann immer so zwischen 500 und 1000 Münzen pro Kiste öffnen. Also geht auf jeden Fall ab. So, und der eine muss jetzt die Kisten halt öffnen. Die ganze Zeit, ja, ist zwar tot langweilig, aber ist egal. Und der andere kann dann halt, ja, geht da vorne zum Hinterhof und kämpft, ja. Ein bisschen aufleveln und wechselt. Nach einer Stunde könnt ihr gerne wechseln und dann... Ja, fangt das gleiche nochmal an. Ja, wir haben das die eine Nacht, haben wir das so 4-5 Stunden gemacht gehabt. Haben über 7 Millionen Münzen gefarmt. Also ging auf jeden Fall richtig ab, ich sag es euch. Ja. So sieht's aus, Freunde. Das ist unser kleiner, Bug, den wir herausgefunden haben. Und ja, jetzt habt ihr ihn auch. Mal gucken, wie lange EA den noch lässt, bis sie bemerken, dass sie Scheiße gebaut haben. Kann man mal wirklich so sagen, wer das ist. Und in dem Sinne, Freunde, das war's. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Münzenfarmen und Dankeschön, Carsten, dass du nochmal mitgemacht hast hier. Kein Problem. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und Peace.